Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Impuls aus Kloster Stiepel. Wir wollen uns immer noch mit der Liturgie befassen. Und diesen Impuls möchte ich ausdrücklich übertiteln in der Gegenwart Gottes. Denn in der Gegenwart Gottes feiern wir Liturgie. Schon im Alten Testament wird berichtet, wie sich die Wolke über das Offenbarungszelt senkt, wenn Gott mit Mose sprechen will. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir Liturgie feiern. Gott ist gegenwärtig, er ist da. Der heilige Franz von Sales spricht davon, dass wenn wir uns zum Gebet begeben, wir uns sammeln sollen und in die Gegenwart Gottes versetzen. Ganz einfach, durch das Kreuzzeichen. Hier setze ich einen Akt, der mich sozusagen von dem, was mich in der Welt umstürmt, trennt, um mich in die Nähe Gottes zu bringen. Ich falte die Hände. Die Hände sind jetzt gebunden. Sie sind nicht mehr frei für irgendwelche Arbeiten, sondern die Hände sind gebunden, weil sie in Gottes Gegenwart sind. Alles Beten, all unser Beten geschieht in Gottes Gegenwart. Wenn wir Liturgie feiern, umso mehr, wenn wir die Heilige Messe feiern. Hier wird Gegenwart im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Herr ist da, wenn wir ihn in seinem Wort hören, wenn wir die Eucharistie am Altar feiern, dann ist der Herr da. Ein kleines Beispiel. Ich habe einmal meine Ministranten gefragt, warum wir das Evangelium so feierlich mit Kerzen und Weihrauch begleiten. Dann hat ein etwa 10-jähriger Ministrant gesagt: Herr Pfarrer, Sie leihen Jesus Ihre Stimme und wir dürfen darstellen, dass er das Licht der Welt ist. Eine kluge Antwort aus dem Mund eines 10-Jährigen, der intuitiv verstanden hat, was während der Verkündigung des Evangeliums geschieht. Hier ist Christus in seinem Wort präsent. Ebenso wie er während des eucharistischen Hochgebetes präsent wird, wenn wir die Wandlungsworte sprechen, wenn wir ihn in der Heiligen Kommunion empfangen, wenn wir die Kirche betreten, dann sehen wir am Tabernakel das kleine rote Lämpchen brennen, das ewige Licht, das uns von seiner Gegenwart kündet. Wenn wir ein Gotteshaus betreten, dann treten wir vom Profanum in das Fanum ein, von der Welt in den Bereich Gottes. Und das müssen wir uns einfach auch gegenwärtig halten. Ich gehe nicht in ein Konzerthaus, ich gehe nicht in ein Theater, wo ich auch bestimmte Regeln zu beachten habe, sondern ich trete ein ins Heiligtum, wo ich Gottes Gegenwart spüre und mich auch in diese Gegenwart hinein versenken kann. Und darum bereite ich mich darauf vor. Darum richte ich meine Gedanken, so gut es eben geht, darauf, auf das, was ich jetzt tue. Besonders wichtig ist das für den Priester. Für mich beginnt die Heilige Messe nicht erst mit dem Kreuzzeichen am Altar, sondern schon vorher. Im Gebet, im Betreten der Sakristei, im Anlegen auch der priesterlichen Gewänder. Die kann man nicht einfach so überstülpen, sondern ein jedes hat sein Zeichen, ein jedes hat sein Symbol, auch wenn man davon abgegangen ist, aber es ist so. Und bei jedem Kleidungsstück entkleide ich meine Person, um in eine Aufgabe hinein
mich zu kleiden, nämlich am Altar, und das ist jetzt sehr verfemt, in persona Christi zu handeln. Nicht mehr ich handle, sondern Christus handelt durch den Priester. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, in Gottes Gegenwart, der heilige Benedikt mahnt uns Mönche, dass wir in Gottes Gegenwart leben und wandeln sollen, dass all unsere Gedanken auf diesen einen gerichtet sind, damit wir unser ewiges Ziel erreichen. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.